Kräfte nähern sich. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Danke, das ist so toll. Das sieht nicht gut aus. Agent, hier ist Dr. Kerner. Ich wollte noch mal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ich werde krank.
ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Was sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Sehen. Die verbrennen Menschen. Oh Gott, was machen sie? Sie dürfen mich nicht sehen. Ich sag ihnen, wir sitzen in der Scheiße. Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine.
Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Wir haben mein Vertrauen wiederhergestellt. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten.
gesagt? Keine Ahnung. Die sehen nicht nach Sarah aus. Die Sarah-Leute tragen keine Uniform. Und ganz sicher auch keine Waffen. Sarah hat schon vor Wochen angepackt. Wofür sind wohl diese Rohre? Was es auch ist, gut ist es nicht. Siehst du das? Das kann es sein. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Sechs Idiot! Wenn wir uns rühren, pusten die uns einfach weg. Wenn die uns nicht rühren, pusten die uns kurz weg. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent.
Pass auf, Deck weg! Hier ist Dr. Candle. Bodenteam, hören Sie? Ihr Verteil. Gehören Sie, Doktor? Ah, Lieutenant. Gut. Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, Risikogruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Battle Ende. Die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Ich meine Arbeit tun!
Leute. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Gemacht. Also Probenteam, wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen, meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter?
Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht... Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Tellerrand schauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Betreten eines sicheren Bereichs. Agent, schön, Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen, in meiner legendären Rolle als Special Agent, in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen. So funktioniert die Welt auch nicht. Und es ist auch nicht Ebola oder Marburg. Das Beste vom Besten, nur hier. Des sicheren Bereichs. Es gibt eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das! JTF-Zentrale bittet um Verstärkung. Geiseln in einem Elektronikmarkt an der 11. Priorität 1. Ich wiederhole, Priorität 1. Was ist das für eine Uhr? Mann, die kümmern sich einen Scheiß um uns. Sie müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Ich sag's dir, das Last Man Battalion ist völlig irre. Ach, verarsch mich nicht, Mann. Niemand hilft hier irgendjemand. Töte die Bastarde! Mist! Verdammt! Kommen euch schon die Tränen? Die Schlacht und ab! Warnung! Feindpräsenz entdeckt!
kommt keiner. Tief einatmen! Jo, zeigt es ihnen! Danke, dass Sie gekommen sind. Warnung! Eintreffende Gegner! Warnung! Ware wird beschossen! Eintreffende Gegner. Warnung, Ware wird beschossen.
Schon, komm schon! Warnung! Eintreffende Gegner! Eintreffende Gegner. Sie haben sie. So ähnlich habe ich auch diese Nachschublieferung in Staffel 3 gerettet. Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für Sie einlegen. Wissen Sie was? Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Sie immer daran. Hallo? Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Wie ist diese beschissene Welt so zu Ihnen? Ich helfe Ihnen gern, aber bitte beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was Sie brauchen. Wissen Sie, wer dahinter steckt? Die Regierung steckt dahinter. Lassen Sie sich von denen nichts vormachen. Das ist eine geheime Operation, ganz klar. Sir, es ist noch zu früh für Schlussfolgerungen. Aber ich glaube nicht, dass die amerikanische Regierung die Stadt zerstören und so viel Leid verursachen würde. Wirklich, ich...
natürlich nicht.